Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr wisst schon, ca. 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. Das Highlight der Woche war natürlich Googles Pixel Event. Wie erwartet haben wir zwei neue Smartphones präsentiert bekommen. Ein kleines 5 Zoll Pixel und ein 5,5 Zoll großes Pixel XL. Beide Geräte mit identischer Hardware. Snapdragon 821, 4 GB RAM, neuer super-duper Kamera, die keine optische Bildstabilisation bietet, aber Google verspricht, das ist die beste Kamera ever und wir machen das elektronisch so, dass alle Bilder richtig schön sind. Apropos Fotos, unbegrenzter Video-Upload, also 4K, nicht nur Bilder, sondern auch 4K-Videos gibt es mit den Geräten dazu. Klingt gar nicht schlecht. Was schlecht klingt, ist aber der Preis. Da ist man 1:1 bei Apple-Preisen. Ich persönlich sag mal voraus, der wird demnächst sinken. Das war aber noch nicht alles. Es wurde Daydream View vorgestellt, eine VR-Halterung für dieses Pixel-Smartphones, um Googles Daydream Virtual Reality Programm voranzutreiben. Kann man in Deutschland jetzt für 69 Euro vorbestellen. Was es auch in Deutschland geben wird, ist der Chromecast Ultra. Ultra wegen Ultra HD, also 4K-Inhalten, kann man sich jetzt auch auf die Warteliste setzen lassen für 80 Euro knapp. Gibt es dann in Zukunft auch Netflix 4K-Content und Google upgradet seinen eigenen Content im Google Play Store in Zukunft auch, dass einige 4K Ultra HD-Inhalte erscheinen wird. Eher für uns in Deutschland weniger interessant, Google Wi-Fi, kleinere WLAN-Router wurden vorgestellt. Da ist aber noch nicht ganz sicher, dass die nach Deutschland kommen. Angeblich 2017, sagt jetzt die Gerüchteküche oder auch die ersten Google-Leute. Aber naja, ich glaube, sowas Ähnliches hatten wir letztes Jahr bei den Routern auch schon. Und das zweite Produkt, das vorgestellt wurde, was auch nicht zu uns kommt, ist Google Home, der Lautsprecher. Ein direkter Amazon Alexa Echo-Konkurrent. Also ein Lautsprecher mit Mikrofonen, den man dann fragen kann. Und überhaupt, dieser Google Assistant, der hinter allem steckt, der auch in den neuen Pixel-Smartphones steckt, den man teilweise auch aus Googles Messaging-App kennt. Das war das Highlight. Das ist das, wo Google sagen wird, darüber werden die Leute noch sprechen. Da haben wir jetzt den Grundstein gelegt für euren eigenen persönlichen digitalen Assistenten. Naja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und während die einen ihre neuen Highlights feiern, haben die anderen mit ihren alten neuen Highlights noch deftige Probleme. Bei Samsung rauschen jetzt anscheinend auch die Austauschgeräte ab. Anscheinend haben wir bisher 3 bestätigte Fälle, wo auch ein Austauschgerät, in Rauch aufgegangen ist. Und ich habe Angst, jeden Morgen aufzuwachen und dass man noch mehr bestätigte Fälle sieht. Und das ist jetzt natürlich für Samsung eine 1A-doofe Situation. Gerade bei den Austauschgeräten, das ist so der Punkt, wo man sagt, okay, ihr kriegt noch mal eine Chance, aber die müssen jetzt 100%ig stimmen. Und auch wenn Samsung natürlich wieder Hunderttausende von Geräten ausgetauscht hat, wenn da jetzt allein schon 3 wieder, ich traue es mich nicht auszusprechen, aber ich glaube, wenn wir noch ein paar mehr Fälle davon sehen, wird Samsung das Note 7 einstellen. Und Nummer 2, die auch nicht aus den Negativschlagzeilen kommen, sind Yahoo. Erst hatten wir das Datenleck, jetzt ist rausgekommen, die haben anscheinend letztes Jahr angefangen, für die US-Geheimdienste richtig zu spionieren. Nicht einfach nur Zugriff zu gewähren und Daten weiterzugeben, sondern auch selber aktiv nach vorgegebenen Suchbegriffen zu suchen. Da könnte man sich ja natürlich jetzt aufregen und sagen, wo ist das jetzt? Im Endeffekt wird sich darüber aufgeregt, dass sie nicht dazu gezwungen worden sind, sondern anscheinend nochmal einen extra zusätzlichen Schritt gegangen sind, den Geheimdiensten, den US-Geheimdiensten nochmal zu helfen, die Daten, die E-Mail-Konten, was auch immer, was sie alles haben von ihren Kunden, noch besser zu durchsuchen. Und das, wenn sowas rauskommt, Verizon will ja gerade Yahoo übernehmen und will jetzt mal eben allein deswegen, wegen Image-Scherengründen und weil das rausgekommen ist, auch nochmal eben eine Milliarde US-Dollar weniger zahlen. Und das ist mal was, ich glaube, hatten wir sowas schon mal, wo ein Geheimdienst, also wo sowas dann auch direkt zu einem, wirtschaftlichen Schaden geführt hat? Microsoft hat angekündigt, sein nächstes großes Event am 26. Oktober in New York abzuhalten. Der Titel wird sein Imagine What You'll Do. Das lässt natürlich jetzt wirklich viel Freiraum. Es ist, ich denke mal, kein großes Geheimnis, dass irgendein neues Surface-Produkt rauskommen wird. Vielleicht endlich ein Surface 5 mit USB Type-C-Port zum Laden. Das wäre sowas, was ich mir vorstellen kann. Was es auf jeden Fall wieder gibt, ist jede Menge Stylus-Zubehör, was zum Malen. Und da ist ja auch jetzt eine neue Paint-Version, so leicht geleakt. Ein paar Videos sind aufgetaucht. Microsoft überarbeitet MS Paint. Jetzt groß in Richtung 3D, dass man wirklich viel damit machen kann. Und gerade Microsoft, die malen doch überall drauf rum. Natürlich wird da irgendwas kommen. Vielleicht ein Surface Book 2 oder irgendwas in die Richtung. Ich freue mich auf jeden Fall und bin mal gespannt, ob die nicht auch was für die mobile
jede Fraktion, also die Smartphone, die Lumia-Fraktion, ob sie da was sagen werden. Und ganz am Rande hatten wir noch ein weiteres großes Event, das hat aber so kaum Wellen geschlagen. Oculus bzw. Facebook und Mark Zuckerberg haben zum Connect 3 Event eingeladen, wo dann wieder die Zukunft der Oculus vorgestellt wurde. Jede Menge Hardware gab es zu bestaunen. Es gibt endlich die Touch-Controller, ab Dezember werden sie endlich kommen. Dann soll es auch noch einen dritten Sensor für den Raum geben. Da bin ich sehr gespannt, was daraus kommen wird. Es wird In-Ear-Kopfhörer geben. Es wurde ein Oculus Standalone-Gerät angeboten. Teasert. Und jede Menge wurde über Avatare geredet. Man kann sich seinen eigenen Avatar erzeugen. Es gibt Rooms, wo man sich dann mit anderen treffen kann, um dann gemeinsam in einem virtuellen Raum mit virtuellen Avataren auf eine virtuelle Leinwand zu starren, um da die beliebtesten Facebook-Videos zu bestaunen. Naja, sag ich mal, ich bin ja mal gespannt, wohin die Reise gehen wird. Kommen wir zur Serie der Woche, aber da gab es ja noch andere Meldungen. Westworld, die Science-Fiction-Western-Serie, ist ja in den USA bei HBO angelaufen. Leute im Internet, die erste Folge kann man sich ja auch für gratis angucken, zumindest mit einem Proxy. Die habe ich mir noch nicht angeguckt. Auch will ich nicht mit euch reden über den Trailer zur zweiten Staffel von Man in the High Castle. Irgendwie ab Anfang Dezember geht es ja bei Amazon weiter. Sondern ich komme wieder zurück zur Netflix. Und zwar habe ich es endlich geschafft mit Orange ist die New Black Staffel 4 richtig anzufangen. Ich habe es fast durch und ich fühle mich echt nett unterhalten. Wer die ersten drei Staffeln kennt, der hat wahrscheinlich 4 sowieso schon gesehen. Wer bei 3 abgeschaltet hat, weiß doch, wurde. Dem kann ich nur 4 ans Herzen legen. Gerade die ersten Episoden ziehen wieder merklich an und ich habe wirklich viel gelacht. Und wo wir noch bei Netflix sind, da gab es jetzt ja endlich den ersten Trailer zur neuen Serie Iron Fist. Die wird ja jetzt auch Anfang 2017 rauskommen. Was ich aber viel besser finde. Iron Fist ist dann der 4. im Bunde. Dann gibt es Netflix Marvel The Defenders. Und da wurde jetzt bekannt gegeben, dass Trommelwirbel Sigourney Weaver wird der Bösewicht von The Defenders werden. Also das ist schon was, wo ich mich jetzt gerade sehr drauf freue. Zum Abschluss gibt es noch ein QWERTY der Woche und das ist mal wieder das alte Starbucks Fry-Shirt. Ich fühle mich sowieso mit grauen Shirts immer wie ein bisschen wie Mark Zuckerberg. So, das soll es gewesen sein mit VTS 5, Folge 256. Ist vorbei. Euch allen schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss. Wie gezeugt der letzten Woche zusammenfasse. Tragen wir an.